Es geht weiter mit Black Set and the Skin mit Meme Pirate. So war das schon, als ich hierher gekommen bin. Wann sind Sie hierher gekommen? Ich versuche schon seit einer Stunde, Sie anzurufen. Beruhigen Sie sich. Ich kümmere mich darum. Oh. Ich hätte nur 2 Sekunden oder nur 3 Sekunden warten müssen, dann wäre wieder alles gut gewesen. Na gut, dann kann ich endlich mal mein Ding machen. Nein, die Fußabdrücke stimmen nicht überein. Wenn O'Leary Joe Dunn umgebracht hat, ist er nicht in die Farbe getreten. Oder er hatte andere Schuhe an. Mist. Es liegt auf der Hand, dass Helen Moores Zigarettenetui ein Geschenk O'Learys ist. Okay. Gut, dann machen wir das mal ganz kurz hier fertig, dann werden wir da schon mal ein bisschen weiter. Wenn sie ihn immer noch liebt, warum behauptet sie dann, ihn zu hassen? Was hat sie zu verbergen? Gute Frage. Gut, das war's. Haben Sie diese Papiere bereits alle durchgesehen? Schön wär's. Nun, ich denke, es wird Ihnen Spaß machen, das alles noch einmal zu sortieren. Was machen Sie da? Mögen Sie Sardinen? Wie bitte? Mögen Sie Sardinen? Igitt! Okay, dann hier Sardinen riecht. Okay, dann müssen wir nur herausfinden, wer Sardinen ganz gerne isst. Scheint so, als würde sich der Einbrecher für Bürokratie nicht interessieren. Und für Geld genauso wenig. Ich etwas anderes vermutet hätte. Aber es ist offensichtlich, dass es hier nicht um Geld ging. Ist etwas verschwunden? Nein. Wobei... Als Sie im Krankenhaus Ihre Handtasche geholt haben... Haben Sie da auch die Waffe mitgenommen? Ja, ist die denn nicht da? Ich habe sie wieder zurückgelegt. Ich würde das lieber nicht noch einmal durchgehen. Zu dumm. Scheint, als hätten Sie die Waffe mitgenommen. Weil es glaube ich nicht, dass sie da irgendwas ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Bingo. Was ist denn? Nichts. Nur ein frisch unterzeichneter Vertrag. Fußabdruck in Dunns Büro. Also man kann sich dann oben... Gehört die Ihnen? Nein, wohl eher der neuen Putzfrau. Das mit Mary hat einfach nicht gepasst, also ist sie gegangen. Clarice Freeman? Ja, glauben Sie, sie war das?
Vielleicht. Warten Sie bitte hier. Jetzt wird es darauf einmal doch interessant. Könnte eine Stichverletzung sein. Das war ein brutaler Mord. Ach, verdammt. Das. Er hat's abgewischt. Ich kann mir genau vorstellen, wie sie sagt. Schatz, ich habe einen Job gefunden. Endlich werden wir über die Runden kommen. Rufen Sie die Polizei an, Sonja, und gehen Sie dann zu einer Freundin. Gehen Sie bloß nicht nach Hause und kommen Sie auf gar keinen Fall wieder hierher. Ich wohne bei einer Freundin. Ich war bislang noch nicht mal in der Wohnung meines Vaters. Verdammt. Gut. Haben Sie die Schlüssel? Wenn der Mörder nicht fündig geworden ist, taucht er dort als nächstes auf, falls er nicht schon da war. Endlich hatte ich auch mal die Schlüssel zu einer Wohnung. Also musste ich nicht meine Dietriche benutzen und... Ach komm. Und? Aber was heißt, jemand muss schon drin gewesen sein? Sieht nicht so aus, als hätte sich jemand am Schloss zu schaffen gemacht. Das Leben des Harry Broderick, Vater des Baseball, war von Lumnu Finn. Scheint so, als hätte Dunn bereits damit begonnen, seine Sachen mitzunehmen. Ah, okay, das war Dunn. Ja gut, ist ja gut. Dann? Thorpe? Keine Ahnung. Und diese beiden, die kommen mir bekannt vor. Vielleicht die beiden Schläger.
Kaum zu glauben, dass die Fäuste eines Boxers so etwas spielen könnten. Wobei ich mir sicher bin, dass er den passenden Brustkorb dafür hatte. Aber das heißt, er muss irgendwie durchs Fenster geflohen sein. Als mein Blick auf das Telefon fiel, erinnerte ich mich wieder an das Passwort der Woche für O'Learys illegales Glücksspiel. Wobei ich seine Belohnung dafür abgelehnt hatte, dass ich ihm von Colbert und seiner Frau erzählte. Und ich beschlossen hatte, alles auf Yale zu setzen, war mir gelungen, selbst etwas schmutziges Geld zu verdienen, indem ich den zuhälterischen Adler bei unserer Pokerpartie verpfiffen hatte. Was könnte noch eine Wette schon schaden? Was könnte das schaden? Eben, gar nichts. Was könnte das schaden? Eben, gar nichts. Oder hast du da machen was? Aber noch eine Wette. Ja, wilde Erdbeeren. Willkommen, Sir. Dürfte ich fragen, wer der Begünstigte Ihrer Wette sein soll? John H. Blackmore. Verstehe. Veranstaltung? Stone gegen Yale, Madison Square Garden. Verstanden. Einsatz? $5,000. Sieger? Yale gewinnt. Zustellungsort? Ich hatte in O'Learys Keller die Namen mehrerer Zustellungsorte gesehen, konnte mich aber nur noch an einen erinnern, dank meiner neuen Streichholzschachtel. La Iguana Pool Room. Gerne, Sir. Schönen Tag noch. Gut. Noch eine kleine Wette. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass Fitz Randolph filmverrückt ist. Aber wer weiß. Fertiggerichte auf Kantinentabletts vor dem Fernseher. Wer hätte gedacht, dass wir mal so essen würden? Dann ist seit 4 Tagen tot und der Salat da sieht immer noch gut aus. Sardinen sind ein paar Stunden offen. Moment mal, ist dabei. Aber natürlich. Jetzt weiß ich auch, wie Dan die Wohnung gekauft hat, die er sich mit Mary teilen wollte. Die Bude hier muss in 2 Wochen für den neuen Besitzer geräumt werden. Ob Sonja davon wohl wusste? Die beiden kann ich vergleichen. Okay, eine leere Dose Sardinen, erst 40 geöffnet, dann 2 Wohnung. Ihr als Sohn. O'Larry. Okay.
Das hier. Ah. Es ist ziemlich klar, dass der Einbrecher erst in das Haus und dann in den Boxclub eingestiegen ist. Das heißt, dass er vermutlich nicht das gefunden hat, was er suchte. Du hast sie dir immer noch jeden Morgen angesehen? Nach all den Jahren? Obwohl du frisch verliebt warst? Vielleicht müssen wir ja gar nicht vergessen. Vielleicht verwandelt sich der Schmerz einfach in... keine Ahnung. Irgendwas. Für den besten Vater, der zum Vater, der Welt zum Vatertag, Sonja. Oh, wie süß. Ja, ich glaube, nicht, dass er das gesucht hat, oder? Meine liebe Mary, ich bringe dich auf dieses Dach, wo... Meine liebe Mary, ich bringe dich auf dieses Dach, wo unsere Liebe geboren ward. Achso, okay. Um dir diesen Ring zu geben und... Das ist zu privat. Noch ein leerer Schrank. Toll. Elaine. Ich glaube, so hieß Duns Frau. Jedenfalls Jake zufolge. Sich dann wirklich solchen Luxus leisten? Oder wollte er bloß Eindruck bei Mary schinden? Männlichkeit fängt bei der Arbeit an. George F. Loveless. Ist der so reingekommen? Oder er ist so geflohen? Durch das Ding Sonjas Geschäftssinn erwacht sein. Frank Pepperly, eines der ganz wenigen Teenie-Idole, die mit zunehmendem Alter immer besser geworden sind. Was hat der denn hier zu suchen? So viel ich auch suche, ich komme kein Stück weiter. Ich muss mit Sonja reden. Und vielleicht mit ihrem Onkel Tim. Das weckt... ich weiß nicht. Gute Erinnerungen? Sie sind ein Optimist, was? Es ist, als würde man sich an den letzten Tag des Sommers erinnern. Szenen voller Glück, malerische Landschaften, und doch ist das Licht schwach und es regt sich kein Lüftchen. Die Ruhe vor dem Sturm. Ich kenne dieses Gefühl. Das dachte ich mir. Man sieht es in ihren Augen. Wir haben uns in der Army kennengelernt. Wir waren alle Profisportler. Man nannte uns die Olympischen Fünf. Mhm. Immer so durch. Wer ist der Typ links? Ah, Viktor Sukowski, der Sportler. Sie haben sicher schon von seinen Medaillen gehört.
Hey, ist das nicht Craig Spano? Der Typ auf dem Morleys-Plakaten. Ja, in der Tat. Unser Captain. Er war schließlich der Älteste und Star der New York Warriors. Er war eine Waise, wissen Sie. Doch er liebte seinen Sport so sehr, dass er sagte, Baseball sei seine Familie. Wie ist der Typ rechts? Angus Mitchell, unser Sanitäter. Er war Arzt bei den New York Warriors, wo er Spano kennenlernte. Es war Spano, der ihn unserem Platoon zuteilte. Was ist mit Ihnen? Ich hatte gerade bei den Milestones unterschrieben. Ich hatte noch nicht mal meine erste Partie gespielt, aber die Leute meinten, ich hätte eine leuchtende Zukunft vor mir. Und das hatten Sie auch. Der Bulle im Krankenhaus war auf jeden Fall hocherfreut, stolzer Besitzer eines Autogramms von Tim Eisenarm Thorpe zu sein. Wer hätte gedacht, dass aus mir mal Tim Eisenbein Thorpe werden würde? Was ist passiert? 2 Jahre lang habe ich gegen die Nazis gekämpft. Oben, am Himmel über Europa. Und niemals auch nur einen Fuß in ein. 3 Jahre später gehe ich über die Straße, ohne nach rechts und links zu blicken. Und sehen Sie mich jetzt an. Hat Dan damals schon geboxt? Ja, das hat er. Ich hatte ihn schon bei einem Kampf gesehen, bevor ich ihn persönlich traf. Er war im Ring genauso bescheiden wie im Leben. Er überließ die Initiative immer dem Gegner. Ich weiß noch, dass er den Schlägen kaum auswich. Wenn man nicht auf seine Füße achtete, konnte man meinen, dass er sich gar nicht bewegte. Und die Beinarbeit. Tanzen in Reinkultur. Man konnte schon fast die Musik hören. Der Song wurde gespielt, bis der Gegner erschöpft war. Es folgte ein Trommelwirbel und Joe Dunn siegte durch K.O. Was ist aus Ihnen geworden? Sokowski starb am gleichen Tag, an dem Dunn verwundet wurde. Dunn wurde mit allen Ehren entlassen und kam nach Hause zurück. Er hörte mit dem Boxen auf und eröffnete seinen Boxclub. Mitchell wurde zu einem Feldlazarett versetzt. Spano und ich blieben in der gleichen Einheit. Doch nichts war mehr wie früher. Verstehen Sie jetzt, was ich mit dem letzten Tag des Sommers gemeint habe? Und nach dem Krieg? Ach, wen juckt das noch? Mich. Was ist mit Spano passiert? Na, Sie haben ja die Werbung gesehen. Er ist ganz groß rausgekommen. Als ich mich zur Ruhe setzen musste, habe ich ihm ein paar Werbedeals besorgt. So habe ich diese Agentur gegründet. Aber dann hat er sich verändert. Er wurde mürrisch. Er ließ sich gehen. Und langsam, aber sicher, verlor er jeden Bezug zur Realität. Er zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und kündigte uns die Freundschaft. Hab nichts mehr von ihm gehört seit, na, wann? 3 Jahren? Und Sie können mir glauben, dass ich versucht habe, ihn zu erreichen. Sie glauben, Spano könnte etwas mit Duns Tod zu tun haben? Spano? Niemals. Er und Dunn waren immer... Nun, Spano hat sich so sehr verändert, da ist das schwer zu sagen. Was ist nach dem Krieg mit Mitchell passiert? Mitchell? Weiß man's. Wir haben uns aus den Augen verloren. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich glaube, ich habe Mitchell erst neulich gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wo genau. Im Ernst? Na bitte versuchen Sie, sich zu erinnern. Ich würde nur zu gerne wieder etwas von ihm hören. Ich werde mein Bestes geben. Erlauben Sie mir, Ihr Honorar zu verdoppeln. Sie müssen den Mörder finden. Vielleicht ist Dunn ja mit Mitchell oder Spano in Kontakt geblieben. Vielleicht sogar mit beiden. Aber er hat mir nie ein Wort davon gesagt. Weiß Sonja vielleicht mehr? Wohl kaum. Aber das ist nicht die einzige Frage, die ich ihr stellen werde. Darf ich? Ja, Leute, das würde ich dann sagen, war's dann jetzt einmal für diese Folge. Ja, weil hat's mal wieder Spaß gemacht. Beim nächsten Mal geht's wieder weiter mit Let's Play Black Sand and the Skin. Ich habe keine Ahnung, wie lange das überhaupt noch ist, das Spiel. Und gucken wir mal. Ich haut rein, ich nehme noch ein bisschen weiter auf. Bis dann. Bis nächsten Folge. Tschüss, euer Pyrus. Ciao.